Für uns ist der Goethe-Geburtstag am 28. August immer ein Höhepunkt des Jahres, jedes Jahr. Und ich muss Ihnen sagen, wenn ich dann am 28. um 12 Uhr hier die Glocke schlagen höre und dann beginnt das Geläut zu seinen Ehren, da muss ich immer sagen, das ist doch großartig, weil diese Glocke hat er auch schon gehört. Was uns dieses Jahr überzeugt hat als Bauhausagenten, bei dem Goethe-Geburtstag mitzumachen, war das Motto, her mit dem jungen Gemüse. Denn wir Bauhausagenten arbeiten ja mit jungen Leuten, um Museumsentwicklung zu betreiben, also wollen das junge Gemüse. Wir wollen ja mal etwas Handwerkliches machen und haben uns dieses Jahr ausgedacht, dass wir verschiedene Hausprofile in Weimar sägen können. Das ist zum Beispiel das Goethe-Gartenhaus kann man sägen, man kann aber natürlich auch das Haus am Horn sägen, man kann das Bauhausmuseum sägen. Ja, ich glaube, Goethe wäre ein begeisterter Bauhäusler gewesen. Er war ein Mensch, der den Werkraum, das mit den Händen etwas herstellen, für ganz wichtig gehalten hat. Ich freue mich eigentlich darüber, dass jetzt, ich glaube, noch mehr Menschen spontan den Goethe-Geburtstag besuchen, die das nicht planen, die nicht durch den Park laufen, die einfach hier vorbeikommen und staunen. Auch viele Touristen haben es heute Nachmittag gesehen. Mein Highlight ist eigentlich die Fotostation mit der Vespa nach Rom. Ich freue mich, weil das auch was Besonderes auf die Bewegungsküche Jena. Wir haben ja in diesem Jahr das Thema hier mit dem jungen Gemüse, also junge, frische Kunst im Sinne von Karl Alexander, junge Talente fördern. Und die machen Breakdance, das hatten wir noch nicht beim Goethe-Geburtstag. Ja, natürlich, das Ambiente des Schlosses ist sehr schön, das ist wahr, aber wir waren die letzten Jahre auch im Park und ganz früher im Goethehaus. Es hat alles seine Reize, ja. Also das ist auch so ein Punkt, wo ich mich drauf freue. Da draußen liegen ja die Teppiche, wie letztes Jahr im Park. Da werden wir uns nachher hier im Kreis noch gemütlich zusammenlegen und einfach den Abend genießen. Das ist ja tolles Wetter und die Atmosphäre muss man einfach genießen.